Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Ich habe mal so eine Bitte bekommen, ob ich kann mal zeigen, wie verwende ich diese eingekochte Gläschen weiter. Wie zum Beispiel diese Gläschen Borscht für die Suppe. Das geht absolut einfach. Es kann man auch einkochen, zum Beispiel gleich auch schon mit dem Kohl. Gleich in das Masse auch die Kohl geben, zusammenkochen und alles es zusammen ankochen. Ich mache es ohne Kohl, nur hier bei mir rote Beete, Möhre, Zwiebel, Tomaten. Das, was gibt diesen Geschmack in diese Suppe und die Farbe natürlich wegen rote Beete. Weil danach kann ich mich entscheiden, welche Borscht möchte ich kochen. Zum Beispiel wie heute mit den frischen Kohl, aber im Winter gerne koche ich auch mit Sauerkrautkohl. Deswegen der Suppe es immer unterschiedlich schmeckt. Und heute möchte ich euch einfach zeigen, wie schnell geht es mit sowas zu kochen. Das kann man kochen mit dem Fleisch oder mit Fleischbrühe oder einfach vegetarisch nur mit Gemüse und mit Gemüsebrühe. Ich koche heute aber ein paar Suppenknochen, dass ich einen schönen Bouillon habe und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Geht absolut einfach und ganz wirklich wenig Arbeit und schnell habt ihr euer Essen auf dem Tisch. Was möchte ich noch gerne erwähnen, für die, welche zum Beispiel nur erste Mal auf meinen Kanal gekommen und vielleicht gefallen euch meine Rezepte, dass von mir kommt die erste Kochbuch mit osteuropäischen Gerichten. Und das ist eine Sammlung von unterschiedlichen Rezepten, von Backen, Kochen, Piroschki, einkochen auch ein paar Rezepte. Und auch natürlich Rezepte, was auf meinem Kanal noch nicht gibt. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video anschauen und danach diese Suppe nachkochen. Es ist wirklich sehr, sehr praktisch. Und das Link zu diesem Rezept, wie man das zubereitet, werde ich euch unten reinstellen. Und dieses Rezept sogar steht auch in meinem Buch. Und wie gesagt, heute möchte ich gerne mit Fleischbrühe-Suppe kochen. Gebe da noch ein kleines Lorbeerblatt, so ein Stückchen von Zwiebeln und lasse mein Fleisch fertig kochen. Bis das Fleisch kocht, bereiten wir dann ein paar Kartoffelschillen und in die kleine Würfel schneiden und ein bisschen von dem Weißkohl. Ich werde das nicht ganz nehmen, nur vielleicht die Hälfte. Aber alle Zutaten zu diesem Rezept, was ich heute nehme, wiege ich meistens und schreibe euch unten in die Beschreibung, dass ihr ungefähr könnt ihr einschätzen, wie viel nehme ich. Und dann könnt ihr es anpassen an eure Familie. So, Gemüse habe ich jetzt vorbereitet. Kartoffel geschält in so eine kleine Würfel geschnitten. Kohl in Streifchen, wie sich gehört. Das Gläschen habe ich aufgemacht. So sieht es aus. Unsere Gemüse. Das Fleisch vor Kochen habe ich nicht gesalzt, weil ich möchte gerne jetzt von dieser Gemüsepaste mit dem Salz erstmal würzen. Und dann, wenn es mir nicht reicht, kann ich immer noch Salz dazugeben. Das wenig versalzen. Ich möchte gerne euch jetzt zeigen, wie ihr könnt ihr eure alle Vorräte immer wieder anwenden. Und dann, wenn ihr möchtet, schärfen und macht auch auf mein Rezept Honig und Essig. Die Chili kann man auch ein paar von den Chili dazu geben. Ich schneide es in die kleineren Scheibchen und dann ist es bequemer, ein, zwei Scheibchen einfach in die Suppe oder einen Topf dazu geben. So, und dann noch ein bisschen vielleicht schwarze Pfeffer und eventuell Salz. Zum Schluss werden wir mit den Kräutern es servieren und natürlich Schmand oder Creme fraiche dazu. So, jetzt gehen wir ans Herd und werden wir unsere Suppe fertig kochen. Das Fleisch kocht vor sich hin ungefähr so 40 Minuten.
den, wo wir es aufgekocht haben, habe ich richtig ordentlich den Schaum weggemacht. Und jetzt können wir das verkochte Zwiebel rausnehmen. Bisschen auseinandergefallen. Und den Lorbeerblatt können wir jetzt auch rausnehmen. Jetzt ist zwei Möglichkeiten. Ich nehme den Fleisch raus und serviert es getrennt. Ich habe hier wirklich so ein paar Rippchen, Knochen und so Abschnitte, mehr mit den Knochen als mit Fleisch. Da kann ich nichts, was groß abschneiden. Wir mögen gerne auch den Fleisch drinnen lassen, weil er durch das ganze Gewürze und von der Borschtsuppe so durchgezogen, dass er schmeckt auch sehr, sehr lecker. Deswegen lasse ich die Knochen drinnen und gebe den Kartoffel rein. Erstmal siebe ich das Wasser ab. Auch noch unsere Gemüsepaste, salzige, so ein Teelöffel. Mehr mache ich nicht, das nicht versalzen. Umrühren. Jetzt stelle ich auch mein Herd etwas höher und koche ungefähr so 10-15 Minuten. Es kommt darauf an, welche Kartoffel nehmt ihr. Einfach mal ein bisschen probieren. Die Kartoffel muss fast gar sein. So, es sind jetzt 10 Minuten vergangen. Und ich habe schon einen Kartoffel mal probiert. Und er ist halb fertig. Kann man sagen, fast fertig. Deswegen werden wir es weitermachen. Geben wir jetzt Weißkohl rein. Weißkohl habe ich nicht geknetet, nur geschnitten. Weil das ist Spitzkohl und das muss man nicht machen. Wenn ihr nehmt diese Winterkohl, diese harte Kohl, dann könnt ihr auch ein bisschen mit dem Salz das durchkneten. Das ist, wenn beim Kochen nicht so fest und gummig ist. Und Spitzkohl müssen wir auch nicht lange kochen. Deswegen geben wir auch gleich unsere Gläschen rein. Weil das ist auch alles gekocht. Unbedingt Gläschen abspülen. Wenn ihr mögt, könnt ihr gleich auch schon von die Chili geben. Ich gebe nur zwei. Und so ein Teelöffelchen von dem Sud. Essig ist nicht, bis ich Essig durch das Honig und hat auch Schärfe. So, umrühren und ungefähr vielleicht 5 Minuten köcheln. Wenn ihr jetzt aufkocht, 5 Minuten. Mehr brauchen wir nicht. Lieber dann einfach stehen lassen und ziehen. Das wird sich noch setzen. Der Kohl wird sich zusammenschrumpfen. Könnt ihr auch gleich jetzt schon probieren. Nach Salz. Ja, ein bisschen Salz fehlt. Oder ihr könnt noch ein bisschen für diese salzige Gemüsepaste dazu geben. Oder ein bisschen Salz. Und dann können wir schon auch Pfeffer dazu geben. Und ich mache mir noch so eine Paste, diese grüne Paste. Das ist den Dill, richtig fein puriert und mit dem Salz gemischt. Und das ist jetzt auch ziemlich salzig. Gebe nur für diesen Dill-Geschmack ganz bisschen. Das hält auch im Kühlschrank Ewigkeiten. Oder im kühlen Keller hält das auch. Muss man sogar nicht in den Kühlschrank. Aber so kühl schon muss gelagert werden. So, und jetzt kochen wir es 5 Minuten. Danach einfach so Viertelstunde, 20 Minuten auf dem ausgeschalteten Herd stehen lassen und einfach ziehen. Ein bisschen Kräuter dazu und kann man schon gleich servieren. So, meine Lieben, jetzt können wir auch servieren. Unsere Suppe ist fertig. Schaut, wie toll sieht das aus. Und wirklich schnell gemacht. Und Fleisch kann man mit dem Gabel rausnehmen und auf getrennte Teller servieren. Und Männer meistens essen gerne das mit dem Senf. Dazu noch natürlich ein Löffel Schmand und ein bisschen Kräuter. Ich habe noch auf dem Balkon ein bisschen Petersilie geholt. Und heute bei uns schneit und diese Suppe einfach ist perfekt bei so einem Wetter. So, meine Lieben,
sind wir wieder mal fertig, leckere Suppe gekocht und ich hoffe, dass ich auf euren Wunsch angegangen und euch richtig erklärt, wie es wird angewendet mit diesen ganzen eingekochten Döschen und Gläschen. Wenn ich so Mixgemüse einkoche, fast wie so ein Gemüseeintopf, den kann man auch zu den Suppe, zu den Eintöpfen geben oder in die Soße geben. Das ist wirklich so praktisch, weil dann in einem Glas sind die alle Gemüse, Gewürze und das geht wirklich sehr schnell. Braucht man oder Kartoffel, Reis oder Nudeln kochen und hat man das schon ein Essen auf dem Tisch. So genau wie mit dieser Suppe. Geht einfach, schnell und lecker. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachkochen und vielleicht im nächsten Erntenjahr auch mehr von solchen Gläschen einkochen. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!